Stehbill. Ich muss die so anfangen, ja, weil ich dieses Kommentar so feier. Wenn ihr uns den Ball auf den Elfer legt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass der auch geschossen wird. Ja? Stehbill schreibt, was für eine geile Truhe. Und die Zeichnungen so kunstvoll, unglaublich. Ihr seid wie das dynamische Duo, Batman und Robin. Ja, so ist es. Liebe Freunde der schweißtechnischen Unterhaltung, Kommentare machen Spaß. Kommentare machen Spaß. Ich lese die bis abends spät, ich antworte viel. Ich kann nicht immer allen antworten, tatsächlich, weil es einfach der Hauke. Hauke Schäffler, ja, schöne Grüße. Der schreibt Kommentare, die kann ich, ja, danke. Du weißt Bescheid, wir kommunizieren. Wie angekündigt, 45 schlechte Schweißnahtvorbereitungen. Jetzt versuchen wir das Beste rauszuholen. Ich habe drei Beispiele mal auf den Tisch gelegt. Es gibt ein bisschen mehr zu sehen. Wir haben hier, der ist noch gutmütig tatsächlich. Ja, Rohr winklig drauf und hier so 10, 12 mm Wurzelspalt. Ja, übel. Sieht richtig übel aus. Sieht geschweißt so aus. Und sieht geschliffen so aus. Viel wichtiger ist aber die Schweißtechnik dahinter. Wie kriege ich so ein Riesenloch überhaupt zu? Das werden wir uns heute angucken. Ja, einen riesen Wurzelspalt schließen mit Wick, mit E. Und wir haben es auch mit Mack gemacht. Das sind die Mack-Ergebnisse. Wick und E kommen gleich. Ich begrüße dich. Das sind unsere Mack-Ergebnisse. Ja, wir haben einen Gast. Wir haben einen Gast. Eine Essenslieferung, wenn ich sage Lieferung, dann muss es bei einigen schon klingeln. Ich sage nur, müsst ihr euch angucken. Tatsächlich, ja, richtig leidenschaftslos kann man sowas innerhalb von 3 Minuten regeln. Ja, werdet ihr aber sehen. Letzte Woche Kiste gebaut, da sind so ein bisschen die Einstellungen AC-DC untergegangen. 200 Puls D haben wir geschweißt. Wer die Kiste noch nicht gesehen hat, darf die jetzt noch mal sehen. Hier, unser Riesenmonster hat einen wunderschönen Ehrenplatz bekommen mit Zusatzwerkstoff Blumenstrauß. Das erste, was wir machen, ist, wir gucken uns die Werte auf der AC-DC 200 Puls D an, mit der wir die Truhe geschweißt haben. Und dann machen wir jetzt auch mal 1, 2, 3 kleine Testnähtchen und dann geht's ab in die Sendung. Dann gucken wir uns an, Problematik großer Wurzelspalt. Also, ich gehe schon mal vor, bis gleich. Noch nicht mal ein Stück Kuchen. Gibt doch gar nicht. Maschine einmal an. Ist genau der Modus, den wir gefahren haben. Ja, ist quasi noch von letzter Woche so eingestellt. Ich habe 2 Takt geschweißt. Das ist das erste, was wir sehen. Square, ja, mit der quadratischen Welle. Das heißt warm, ja. Mit Veränderungen der Wellen hier werden wir kälter. Das erkläre ich ein andermal. Wir gucken uns jetzt nur mal die Einstellungen an, die wir genutzt haben, um die Truhe zu verschweißen. Gasvorlauf 1,5 Sekunden. Startstrom 20 Ampere. 1,5 Sekunden Stromanstieg oder Upslope. 80 Ampere Stromstärke. Achtung, hier haben wir variiert von, ich glaube, 55, 60 bis hoch zu 150. Jetzt wird es interessant. AC-Balance auf plus 5. Die Frequenz auf 70. Und die Lichtbogenbreite auf 35. Ich hätte schon fast Millimeter gesagt. Natürlich nicht Millimeter, ja. Einen Downslope, also eine Stromabsenkung von 2,5 Sekunden auf einen Strom von 20 Ampere und einen Gasnachlauf von 2,0. Alles im Zweitakt. Warum Zweitakt? Zweitakt, um zwischendurch, Achtung, wenn wir den Zweitakt loslassen, gehen wir sofort in die Absenkung. Und hier haben wir uns 2 Sekunden eingebaut. Quasi Knopf loslassen, Start der 2,5 Sekunden und wandern runter auf 20 Ampere. Bevor wir die 20 Ampere erreicht haben oder beziehungsweise die 2,5 Sekunden abgelaufen sind, drücken wir erneut. Und somit haben wir einen Sägezahn gefahren. Ja?
Das heißt, wir kontrollieren so die Temperatur. Weniger Strom, mehr Strom, weniger Strom. An problematischen Stellen durchaus nützlich. Ich stelle mal 65 Ampere stelle ich ein. Und jetzt machen wir mal ein, zwei Nähtchen exakt mit dieser Einstellung. Die gucken wir uns in der Nahaufnahme an. Und ihr könnt einmal auf die Fingerchen schauen, wie ich den Draht dazu führe. Ich sage ja immer, die Drahtlogistik ist das Wichtigste. Ja? Die Brennerführung, das kann jeder. Ja? Ruhig den Brenner fahren, aber den Draht nachschieben, das ist das A und O. Gerade beim Aluminiumschweißen, das gucken wir uns jetzt an. Auf geht's. Freunde, 65 Ampere, Einstellungen wie gerade gesehen und erklärt. Ja, das ergibt solche Nähte oder kann solche Nähte ergeben. Ja, hier kontinuierlich zugeführter Draht, ja, immer im, naja, gleichmäßig. Gleichmäßiges Geben, gleichmäßig sind sie natürlich beide, aber der Modus ist ein bisschen anders. Hier die Frequenz des, naja, Zuführen des Zusatzwerkstoffes etwas schneller. Ja, und der Vorschub ein bisschen kontinuierlicher. Hier bei der anderen Geschichte habe ich mich auf die Stelle gesetzt quasi, ja, habe dann ein klein wenig Pause gemacht und habe dann da viel Zusatz reingegeben und bin dann dementsprechend auch viel nach vorne marschiert. Dann wieder viel Zusatz, dann wieder nach vorne marschieren. Das sind also zwei verschiedene Techniken, die durchaus mit den exakt gleichen Einstellungen erzielt werden können. Reine Übungssache, AC-DC 200 Puls D, für jetzt erstmal erledigt. Jetzt gucken wir uns ein paar Stahlschweißnähte an. Freunde! Schlechte Schweißnahtvorbereitung. Das Schlimmste, was es gibt. Das Schlimmste, was es gibt, was bedeutet das für uns, dass eigentlich heute keine einzige schöne Naht zu sehen ist. Nichts, aber ein paar Bilder, die vielleicht dem einen oder anderen so ein bisschen bekannt vorkommen. Wir haben jetzt das hier, ja? Dieses wunderschöne, keilförmige Etwas. Schön wird es nicht. Es kann nicht schön werden und es kann technisch auch nicht sauber werden. Ja, wenn wir sowas, ich sag mal, technisch bewerten würden, dann würden wir sagen, fangen wir gar nicht erst an, fangen wir nicht an. Da würden wir uns vielleicht eine Buttsicherung nehmen, ja, bedeutet, dass wir uns hier hinter ein Blech machen, das dann überschweißen würden. Das würde am allermeisten Sinn machen, aber wir machen Folgendes, wir haben es, so wie es da steht, ja, in einer Querposition tatsächlich, also wir werden es so verschweißen, wie wir das haben. In der Schweißtechnik nennt sich das PC, hinnehmen, was wir haben. Und einfach schweißen. Die Vorbereitung ist das A und O. Wenn ich eine Schweißnaht so vorbereite, kann das nichts werden. Technisch. Wenn ich aber draußen irgendwo in der Wiese so einen Pfosten, dass das eine Pferd nicht dem anderen Pferd Hallo sagen kann, ja, einfach um einen Zaun zu setzen, da kann man sowas schon mal finden. Und dann wollen wir das zumachen und das machen wir mit Mack. Mit der Elektrode und mit Wick. Ja? Mit Wick räume ich mir die allerschönsten Chancen ein. Das gucken wir uns jetzt auch als allererstes an. Danach gucken wir uns die anderen beiden Verfahren an. Auf geht's. Merkwürdige Schweißnahtvorbereitung Teil 1. Freunde, ganz klitzekleine Einstellungsgeschichte. Ja? Viertakt, 1,5 Gas Vorlauf,
20 Ampere Startstrom in 1,5 Sekunden auf 75. Die 75 Ampere, das ist das, was ich mir zwischenzeitlich immer mal wieder verstellen werde. Eine Absenkzeit von einer Sekunde auf einen Schlussstrom von 20 Ampere und 2 Sekunden Gasnachlauf. Lasse ich so die Einstellungen, die Stromstärke werden wir anpassen müssen, weil wir gleich irgendwann so ab erstes Drittel in die Bredouille kommen, wo es hässlich wird. Ja? Also gut, ich würde sagen, Lichtbogen an, ja, Maschine haben wir gesehen, auf geht's, mal gucken, was passiert. Pumpe immer Draht nach, ne? Immer weiter, so eine gewisse Wurzelfüllung. Ich habe den Draht jetzt hinterm Blech tatsächlich und schiebe quasi Richtung Lichtbogen. Jetzt wird es immer ungemütlicher, das heißt irgendwann müssen wir einen Tacken runter mit der Wärme, versuchen trotzdem weiter zu pendeln, soweit es geht. Ich glaube, das wird jetzt gleich irgendwann schwierig. Jetzt habe ich keinen Draht mehr, jetzt müssen wir absenken. Draht ist hier hinten, ne? Da. Von hinten durch die Wurzel, ab und zu mal hingucken. Ist eine schöne, gesunde Wurzel, sieht gut aus. Kann man ruhig mal, hier, Kameramann, kannst du einmal... Sechser Draht, ne? Jetzt nicht so, dass... Jetzt machen wir es hier ein bisschen warm. Wird schon flüssig. Sobald es flüssig ist, zack, Draht rein und dann Draht. Jetzt sind wir schon wieder so weit, dass wir hier dauerhaft pumpen, weil es auch ein 1,6er ist, wie eben erwähnt. Das ist sehr dünner Zusatz für das, was wir hier vorhaben. Zumal der Spalter ungefähr 15 mm breit ist. Das ist hart viel. 75 Ampere ist immer noch eingestellt. Ziehen wir einfach mal durch, soweit es geht. Irgendwann wird uns der wahrscheinlich abreißen. Neigt schon immer dazu. Jetzt wäre eigentlich schon fast so die Zeit, wo man schon auf die ersten 2-3 Ampere verzichten könnte. Wurzel hinten scheint auch jetzt leichten Überhang zu haben. Da reißt es schon ein. Kein Draht mehr, einmal gucken. Ja, sieht super aus noch, also wir sind noch völlig da. Jetzt wird es unschön, ne? Jetzt wird es unschön. Viel, viel rein. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Damit ich nicht so viel... Ich habe keinen 2,4er Draht. Sagen wir mal, ich habe ein Lager voll, ihr wisst, was ich meine. Ich habe keinen 2,4er, ich habe aber noch genug 1,6er. Dann nehme ich mir einfach 2.
Ja, ich nehme mir einfach 2 und habe so rechnerisch 3,2 mm. Ist nicht so ganz prickelnd zu führen. So, irgendwo müssen jetzt hier 2 Drähte rauskommen. Da sind sie. Zünden. Upsa, ausgegangen. Upsa. So, jetzt sehe ich nichts mehr von hier. Müsste ich mich umsetzen. Also ich bin ja immer erpicht, es zu schaffen. Ne? Und ich zeige jetzt gerade, wie ich es machen würde. Ja, und genau so würde ich es machen. Ich würde Gas geben. Also rein, rein, rein. Draht von hinten. Wurzel ist da. Alles gut. Kann natürlich schöner sein. So, die sieht tatsächlich sehr parallel aus, wenn wir jetzt mal so gerade drauf schauen würden. Ja? Warum ist das so? Die wird zum Ende hin, hier ist das Ende, die wird zum Ende hin schrumpfen. Ja? Das heißt, wir arbeiten Richtung offen, ja? Also Richtung Keil, Wurzel da anfangen, wo sie gut funktioniert, gehen dann rüber in diesen schlechten Part, wo wir 15 mm hatten. Je mehr Tropfen ich reingebe, desto mehr Schrumpfspannung kommt zusammen. Wir haben so eine Schweißnahtvorbereitung. Ja? Hier ist eine Heftstelle, da ist eine Heftstelle. Ja, das ist unser Blech, 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 Blech. Schweißrichtung ist diese. Je mehr Schweißgut ich in meine Wurzel gebe, umso mehr zieht sich das Blech hier zusammen. Wir hatten eben, das habt ihr gesehen, deutlich 15 mm. Die Wurzel in diese Richtung geschweißt übt Schrumpfung auf diese Heftstelle aus. Ja? Und somit wird das am Ende des Tages parallel. Es gibt Anwendungsbeispiele, wo das genutzt wird. Ja? Im Chrom-Nickel-Bereich zum Beispiel. Ja, da schweiße ich immer, ich sag mal, unten einen 4 mm Wurzelspalt und oben, wenn es denn ein Rohr ist, 6, 8, wenn pH in Rohr oder PF in Blech steigend geschweißt wird. Ja? Dann ist oben ein bisschen weiter offen und unten ein bisschen geschlossener. Also wir nutzen quasi die Vorspannung, ja, also einen Keil, um hinterher sauber rauszukommen und parallel rauszukommen, ja, damit die Rohrleitung später gerade hängt. Oder das Blech oder was auch immer wir gerade schweißen. Ja, eine Decklage brauchen wir hier nicht. Es geht hier nur um das Verschließen des Wurzelspalts. Nicht die schönste, aber durchaus brauchbar bei der Vorbereitung. Ja. Ihr wisst, wie es ist. Wir sind hier erhaben, sind überall im Plus. Hier hinten ist ein bisschen versemmelt. Das ist so, wo diese Brücke war eben. Ne? Ja, alles gut. Alles gut. Geht schöner, geht schlechter. So, nächstes Verfahren. Vorbereitung schlechter denn je. Und diesmal noch schlechter als eben bei der WIG-Version. Und zwar, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir uns wieder diesen Keil ohne sauber gemachte Bleche tatsächlich. Ja, bricht mir das Herz, aber ist so. Ja, kann man in der freien Natur genauso vorfinden. Und das werden wir mit der Elektrode verschließen. Wir hangeln uns da durch. Das heißt, wir werden diesmal oft den Winkelschleifer im Einsatz haben, weil wir uns ganz, ganz bestimmt einen Schlackevorlauf nach dem anderen einhandeln werden. Ich hefte die andere Seite, komme zu euch nach vorne. Wir werden wieder eine Quernaht machen. Irgendwo wird dieses Schweißen der Wurzel in Anführungsstrichen, wir werden keine Wurzel hinbekommen. Warum? Weil wir hier völlig auf Null sind. Ja? Was wir hier machen werden ist, irgendwann auf die Rückseite gehen. Also wichtig bei so einer
Schweißung ist, dass wir auf beiden Seiten drankommen. Die werden wir uns also ausschleifen auf der anderen Seite und dann sauber drüber schweißen und auch Blech eben schleifen und schauen quasi, dass wir das ohne Einschlüsse sauber glatt geschliffen bekommen. Das machen wir jetzt. Schlechter geht es nicht. So richtig übel. So richtig übel. Naja, gut. Wollten wir so, machen wir auch. Stromstärke für diese Elektrode, ich setze mal 105 an. So. Ich grüße meine schweißtechnischen Freunde. So will man nichts vorbereitet haben, ja? Immer auf den Vorrichter schieben. Immer auf den schieben, der es vorbereitet hat. Das ist nämlich der Böse. Das ist der, der da eine geknallt bekommt. Ja, vom Schweißer. Willst du ein Foto von dir? Ich sehe nichts mehr. Ich habe gerade verblitzte Augen. Sehen deine Kameras denn was? So, Nummer 1 ist drin. Jetzt müssten wir schon ein paar Amperchen runterregeln. 90 bitte. Schlacke bleibt dran, interessiert uns nicht. Überschweißen wir, wird verschmolzen. Boom! So viel zu Fail, aber das wollen wir ja sehen. Jetzt geht es los. Ey. Mach den mal wieder zu. Wie ist deine Frage? Warum du Punkt schweißt immer wieder? Ja. Und nicht auf dem Blech Lage für Lage dich hochgearbeitet hast. Also du kannst das machen. Du hast recht. Du kannst puffern. Ja, also ich hätte von oben so gesehen auf dem Stück Lage für Lage runtergeschweißt. Schweißen, Schlacke weg, schweißen, Schlacke weg, schweißen, Schlacke weg. Bis du oben angekommen bist. Bis du hier oben angekommen bist. Ja, es gibt sowas, das nennt sich Puffern. Das macht man auf einer Seite, das beschreibt genau das, was du gerade gesagt hast. Ist tatsächlich auch eine Methode, könnte man machen. Ich mache das so, weil A, die Hälfte des Bleches eh schon sauber sind. Man hätte natürlich bei der Hälfte auch puffern können und dann hocharbeiten. Aber ich mache das so,
Ich gebe oben ein bisschen Zusatzwerkstoff, sodass mir die, ich sag mal, die Erdanziehungskraft, also wenn du puffern würdest mit der Elektrode, würdest du dir so viel wegbrennen, dass du lange brauchst, um aufzubauen. Deswegen arbeitest du besser im C. Im C, im C, im C. Jedenfalls bei dieser Querposition. Und warum ich bei diesem C oben anfange, ist, ich lege mir oben meinen Punkt hin, somit auch Schlacke. Wenn ich mir die Schlacke unten als erstes hinlege und dann in die Mitte gehe, fließt mir die Schlacke in mein Schmelzbad. Ja, also ich, beziehungsweise die würde mich mehr nerven, da ich mehr mit Schlacke zu kämpfen habe. Deswegen, oben hin, Schlacke kommt runter. Die runtergekommene Schlacke mache ich warm mit einem mittleren auf der Mitte, dass mir die wiederum runterrennt. Und mit dem unteren entledige ich mich der überflüssigen Schlacke. Ja? Zumal das hier keine Fallnahtelektrode ist. Ne? Aber dieses Puffern ist nicht schlecht. Aber wir haben hier eine Elektrode, 6013RR, unsere eigene, die ist 90 bis 130 Ampere. Wir haben 90 Ampere hergestellt, eingestellt. Ich möchte nicht viel tiefer gehen. Naja, ein bisschen Einband müssen wir generieren. Ne? Und ein bisschen nach Herstellerangabe. Ja, man hätte auch puffern können. Ist ein bisschen schwieriger, aber ja, geht auch. Ich zeig dir später. Kannst du mir gleich mal zeigen. Jetzt wird es kritisch. Won't you come and see what it's like? Living by the rules that you write. You ain't not those lavish delights. Now you had no back in sight. All the little lies you recite just makes all the savage unite. Usually I'm very polite, but I'ma get savage tonight. Even when a dog being nice, every single dog gonna bite. You might think I'm wrong, but I'm right. Just let it get a strong appetite. I'ma let it breathe just a little. Give it to you strong, heavy metal. I don't make a sound when I strike. You better just. Der ist schade. Der hätte nicht sein dürfen. Hat die ganze Zeit gut geklappt, an der Stelle nicht. Achtung. So, es ist halbrund ausgeschliffen, wir sind bis hinten durch, wir haben ein bisschen beigeschliffen. Nicht schön, nein, um Gottes Willen, nicht schön. Zwei Löcher sind uns übrig geblieben durch den, durch einen Schlackeanschluss, durch zwei Schlackeanschlüsse. Wahrscheinlich ist hier hinten auch noch eins, das können wir sehen. Die machen wir jetzt noch zu oder versuchen dies. Das ist die letzte Aktion von hier vorne. Danach gucken wir uns das mal auf der anderen Seite an, schleifen das ein bisschen aus und werden versuchen gegenzuschweißen, ja? Auf geht's.
Schlackeanschluss wegkriegen. Das ist die reine Katastrophe. Was wir jetzt machen, ist die Gegenseite. Die Gegenseite schweißen. Also das ist im Augenblick das Ergebnis. Das ist die Seite, von der wir geschweißt haben. Ich habe jetzt egalisiert. Es ist etwas warm. Ich habe egalisiert. Naja, die beiden Löcher bleiben uns übrig. Die möchte ich jetzt auf der Gegenseite verschweißen. Die Gegenseite sieht noch nicht so hübsch aus. Die habe ich jetzt ausgekreuzt. So nennt sich das. Also vor, zurück mit der Flex. Ja, ganz kleine Schrumpfscheibe. Ja, um da dran zu kommen, wo ich gerne dran möchte. Drauf, Schweißgut, drauf. So lange aufschweißen und die Schlacke wieder entfernen, bis wir sauber sind. Also weiter geht's, noch ein paar Lagen drauf. Aber da sieht man mal, wo halt Material ist und die Schweißnahtvorbereitung sauber ist, kannst du einfach mal eine Lage ziehen. Ne? Das eine Loch ist immer noch da, kümmern wir uns drum. Da siehst du, wie vernünftig das ist, wenn man kleine Wurzelspalte hat. Das hier ist nur Ärger. Also vorbereiten. Vorbereitung ist wirklich alles. Ne? Brutal. Ja, jetzt kann man, ich sag mal so, jetzt kann man relativ normale Räubchen ziehen. Ne? Jetzt haben wir dieses brutale 15, 20 mm Öffnung ist jetzt weg. Nicht vorbereitete Bleche einfach aneinander, ganz, ganz übel. Ja? Aber ihr seht jetzt, wir sind jetzt zu. Jetzt kann unser Blech auch hier weg, unser Anlaufblech. Ich meine, von Anlaufblech darf man hier wirklich nicht reden. Ja, das wär wirklich ein Schlag ins Gesicht, um beim Thema zu bleiben. Sauber und Plan haben, das ist einfach bei schlechter Vorbereitung. Was soll ich sagen? Vorbereitung ist und bleibt alles. So, aufgetragen haben wir genug. Ich kann jetzt schleifen, ja? Auf geht's, schleifen und dann gucken wir uns das Ergebnis an, ob wir blecheben sind und ob wir unseren super Wurzelspalt wegbekommen haben. Freunde, geschliffen haben wir. Also wir brauchen deutlich länger fürs Nacharbeiten und fürs Schweißen, deutlich länger als für eine vernünftige Vorbereitung. Ich meine gut, am Ende des Tages ist es glatt. Ja, es ist glatt und hier ist die ein oder andere kleine Macke ist drin, aber wir haben ja gesehen, wer so ein Loch zubekommt, werdet ihr gleich auch noch sehen, was für Löcher man alles zukriegen kann, der kriegt auch die letzten Macken hier weg. Ja. Und tatsächlich am Ende des Tages so schlimm verzogen sind wir nicht. Wir haben einen leichten drin, ja. Wie gesagt, Thema ist ja, wie gehe ich mit so riesen Löchern und einer schlechten Vorbereitung um?
Kann man machen, kann man zubekommen. Ist nicht optimal, ist nicht optimal. Lieber besser vorbereiten. Freunde, schlechte Vorbereitung Teil 24, ja? Einen Teestoß. Ihr seht, wir wollen mit dem einen Rohr auf das andere Rohr treffen und unser Vorrichter hat uns Folgendes vorbereitet. Und zwar ein Rohr, was, ich sag mal, schräg abgeschnitten wurde. Ja? Haben wir entweder selbst gemacht oder ist passiert, wurde geliefert, hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall stehen wir vor dieser Situation und möchten das gerne winklig abgehend an das untere Rohr schweißen. Und versuche hier das Beste rauszuholen. Dass das Ding winklig bleibt, ist ein bisschen schwierig. Wir heften den auf der Seite, die gut aussieht. Ja, quasi wo die beiden Flanken sich berühren. Danach bekommt er einen kleinen Hammerschlag in die gegenüberliegende Richtung, quasi in die Richtung zur Heftstelle, um dem Kollegen ein bisschen Vorspannung zu geben. Vorspannung wofür? Wir werden auf der Seite, wo die große Lücke ist, viel Schrumpfspannung und Verzug herstellen. Und dem müssen wir ein bisschen entgegenwirken. Und das gucken wir uns jetzt an. Auf geht's. Hey. Komm rein. Wir sind mittendrin. Mahlzeit. Was machst du? Spezielle sizilianische Reiskugeln, ja klar, immer. Muss ich, geh ich was holen. Hier, was sagst du? Schweißnahtvorbereitung. Mit Lücke. Ja, dann kannst du mit Marke kannst du alles machen. Willst du auch eine machen? Ja, ich habe Brille hier. Also, hast du so gemacht, hier ohne... Der ist jetzt winklig. Jetzt ist der. Der ist winklig. Ah, das hast du mit Gärung gemacht. Ja, sehr gut. Ich habe ihm ein paar Grad gegeben. Wir machen nämlich gerade, wenn es vorbereitet ist, ja, ob man das trotzdem hinkriegt mit der Schweißerei. Sicher kriegst du. Ne? Einigermaßen vernünftig am Ende. Wir haben muss alles in eine Lage sein oder kann auch zwei Lage sein? Nein, du kannst hier, also ich würde ja, ich mache, Lage... Ja, ich mache, wie ich wie du meinst. Richtig ist. Mach, wie es richtig ist. Der ist, kannst du gerne mal testen, der ist ein bisschen stark. Das ist die für AK-15 und das ist die für AK-25. Also gibt es jetzt verschiedene Größen. Gibt eine große und gibt eine kleine, ja, ja, genau. So, was ist? Bist du am Start? Ich bin am Start. Alter Falter, da hast du aber keine Gefangenen gemacht. Zimperlich ist anders. Ja, aber gar keine Gefangenen gemacht. Bam, bam, bum, zack, danke, auf Wiedersehen, zu. Ja, einwandfrei. Vor allen Dingen in 30 Sekunden. Was ist das? Machen wir so. Du machst, was du willst. Ich okay. Hol mir einen Kaffee. Gnadenlos. Ja, je nachdem wie, da kannst du immer braten, hin und her. Das ist überhaupt keine Probleme. Was ist das? Hier ist aber hier zu wenig Strom für sowas. Hier, 20 Volt. Ja. Gut, oder? Einmal frei. Ja, wie es sich gehört. Die Moderation machen wir gleich. Wir gehen jetzt erstmal einen Kaffee trinken, oder? Brutal, ja? Dicke Lücke, gib ihm. Habt ihr gesehen, ne? Der ist, also...
unser Boxer, ja, mein Vater, liefert sizilianische Reiskugeln, Arancine. Ja. Wir stehen alle hier total drauf, mir läuft selber das Wasser im Mund zusammen. 71 Jahre alt, kommt rein, keine Gefangenen. Und jetzt sind wir schon einen Meter höher. Kurz abkühlen lassen. Und wieder eine oben drauf. So. Freunde, zwei Nähte gemacht. Ja, eine Vater, eine ich. Richtige Schweißerfamilie bei uns. Ne? Meine Schwester sitzt oben und unterhält sich ab und zu mit euch. Vorbereitungsgeschichte. Ne? Auch hier haben wir wie bei der Elektrode und bei dem WIC folgenden Wurzelspalt oder Vorbereitung vorgefunden. Das wird hässlich. Das wird hässlich. Ist so, ja, kann man nichts machen. Eine Sache können wir noch kurz mal kontrollieren. Ist jetzt ein Magnetwinkel. Das reicht hier an der Stelle, um einmal zu kontrollieren, wie winklig das ist. Und wenn wir jetzt hier unten reinschauen, ja, das ist ganz amtlich. Ja, also der Verzug hält sich da in Grenzen. Andere Seite machen wir mal hier. Wir haben jetzt ein bisschen wenig Referenzfläche da unten, sieht aber tatsächlich auch ganz amtlich aus. Also man kann, auch wenn man wirklich schlecht vorbereitet hat, ein einigermaßen akzeptables Ergebnis erzielen. Was wir uns jetzt noch angucken, ist das hier. Freunde, wir machen jetzt der St. Andreasgraben der Schweißtechnik. Der Wurzelspalt ist genauso breit wie ein Zollstock. Ja, jetzt ist die Frage, kann man sowas überhaupt zubekommen? Kann man.
warm, hässlich wie die Nacht. Also, dass sowas nicht schön ist, da sind wir uns einig, ne? Das hat mit schön nichts zu tun. Wir haben einfach mal 35 mm Wurzelspalt geschlossen. Qualitätstechnisch ist das eine Doppel-Null, ne? Nichts, also überhaupt nicht. Ist vielleicht mal zum Üben. Habt ihr gesehen, wie leidenschaftslos er da dran gegangen ist? Lust auf eine Schweißnaht? Klar, was für eine Frage. Ja, und dann in 3 Minuten handelt er dieses Ding da ab. Hier unseren Riesenwurzelspalt ganz übel und immer weiter draufgehalten. Und ich habe echt Angst gehabt, das tropft jetzt durch. Verschieden an die Sache rangehen, einfach ist eine super Übung. Es ist eine super Übung. Ihr macht euch einen Riesenwurzelspalt und lernt einfach dieses Material im flüssigen Zustand einfach so ein bisschen zu kontrollieren. Wann weg mit der Elektrode? Warten. Ja, der Helm ist noch abgedunkelt. Glühen, das Glühen schwindet ein bisschen. Nachzünden. Ja, diese E6013, mega Elektrode, die zündet wunderbar nach. 35 mm breiter als ein Zollstock. Ja, habt ihr gesehen? Jeder Tropfen einzeln, immer weiter eine Runde gehen. Hier sind bestimmt 150 Räubchen an Räubchen an Räubchen. Dies außen, dies innen hohl. Auf der gegenüberliegenden Seite ist hohl. Die muss gefüllt werden, wenn wir denn an beide Seiten drankommen. So, was ist die Moral der Geschichte? Ja? Nicht verzagen. Ihr bekommt jedes Loch zu, egal wie schlecht es vorbereitet wurde. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere, investiert lieber diese 5 oder 10 Minuten in die Vorbereitung. Ist die sauber, habt ihr kaum Nacharbeitung, ja? Man kriegt das hin, ja? Man kriegt das hin, haben wir gesehen, aber Vorbereitung ist die halbe Miete. Das sind 80% einer guten Schweißnaht. Ist so, ja? Das passiert einfach vorher. So, jetzt hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß. Nächste Woche, mega, sehr, sehr schönes Projekt, ja? Wir werden ein Fahrzeug hier durchs Tor schieben, weil fahren tut's nicht mehr. Und dann werden wir ein bisschen Blechbearbeitung machen und eine Art Möbelstück bauen. Ja? Es ist ein Auto. Es ist ein Auto, es kommt ein Auto und mal gucken, was wir damit alles für Schindluder treiben können. So, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns wie immer in der nächsten. Und Achtung, hört genau hin.